Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Niklas Kastenhofer, herzlichen Glückwunsch. 2:0 Auswärtssieg bei Teutonia. Am Ende auch verdient irgendwie, aber schon erzittert, oder? Wie hast du es auf dem Feld erlebt? Ja, nicht nur irgendwie, es war schon ein bisschen erzittert, muss ich schon sagen. Nach dem 1:0 sind die bestimmt 10, 20 Mal auf unsere Kette gelaufen, unser Zentrum war immer offen. Haben wir nicht so gut gemacht, können dann ein bisschen glücklich sein, dass sie es nicht besser ausspielen. Aber wir haben es natürlich auch, muss ich sagen, gut wegverteidigt dann am Ende. Und ja, im Endeffekt war es dann auch, wir hatten viele Chancen auch in der zweiten Halbzeit, gerade wo schon früher das 2:0 machen können. Und im Endeffekt finde ich schon, dass es dann trotzdem verdient ist. Genau, du sprichst es schon an. Die hatten Lattentreffer dann in der zweiten Halbzeit einmal, aber danach war nicht mehr so viel. Von daher wirkte es schon am Ende hinaus verdient. Erzähl noch mal kurz das 1:0. Das haben wir erst dir zugeschrieben, aber am Ende war es, glaube ich, Tommy, der irgendwie noch dran war mit dem Bauch oder irgendwo mit dem Oberschenkel oder sowas. Ja, ging auch alles sehr, sehr schnell vorbei. Aber ich denke, ich lege den Ball auf Tommy rüber und er drückt die mit der Hüfte irgendwie über die Linie. Ich denke, wir teilen uns das Tor da. Wir sind da nicht so böse aufeinander, wenn der andere ein Tor macht. Ich denke, wir gönnen es uns beide. Und ja, ich hatte noch eine zweite Chance, wo der Ball gegen Pfosten geht und dann so ein bisschen auf der Linie kullert und dann geklärt wird. Aber im Endeffekt bin ich glücklich, dass wir überhaupt gewonnen haben, wieder mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Ja. Und insgesamt war es für euch, glaube ich, auch gut, so ein Spiel zu null über die Bühne zu bringen, gegen einen ja durchaus starken Gegner. Ja, muss ich sagen. Ich denke, für einen Innenverteidiger, gerade für die Abwehr, ist das Wichtigste, erstmal die Null zu halten. Und das ist uns heute wieder gelungen. Haben wenig Torschüsse auch zugelassen, außer den einen Lattentreffer. Und ja, können durchaus zufrieden sein trotzdem. Jetzt seid ihr deutlich vorne im Moment in der Tabelle. Das sieht erstmal gut aus. Trotzdem ausruhen ist nicht. Die nächste englische Woche kommt und da stehen nochmal besondere Spiele an. Ja, ich denke, das ist so ein kleiner Bonus für uns alle, worauf wir uns alle mega freuen. Die volle Lohmühle. Ich denke, das wird nochmal was ganz Besonderes, aber gerade die Spiele auch davor und danach sind extrem wichtig. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein paar Punkte Abstand haben, heißt es nicht ausruhen. Klar haben wir jetzt vielleicht auch mal 2 Tage frei, haben wir uns aber auch verdient. Vor allen Dingen mit Blick auf die englischen Wochen und ich denke, dann werden wir nach den 2 Tagen hart auf die nächsten Wochen zuarbeiten. Dann erstmal genießt den Sieg, feiert ein bisschen und dann auf eine gute nächste Woche. Danke. Okay. Tarik Yücüzerin, herzlichen Glückwunsch. 2:0 gewonnen beim FC Teutonia. Spannend gemacht habt ihr es am Ende. Woran lag's? Ich würde sagen, es lag daran, dass wir am Ende dann die 5-3 oder 5-2 Situation nicht perfekt ausgespielt haben. Aber ich würde sagen, am Ende haben wir es dann doch ausgespielt. Und das war das Wichtige. Und dann können wir froh sein, dass wir am Ende auch 2:0 gemacht haben und die 3 Punkte nach Hause genommen haben. Genau, beim richtig starken Gegner hier 2:0 gewonnen, 3 Punkte mitgenommen. Das ist schon richtig stark, weiter ungeschlagen. Wie hast du das Spiel erlebt von Anfang an? War ja sehr wechselhaft. Auf jeden Fall sehr wechselhaft. Ich denke mal, wir sind gut in die Partie reingekommen. Wir hatten gerade über Standards, hätten wir, sage ich mal, schon 3:0 führen können. Nach dem 1:0 haben wir dann durch Standard das 1:0 gemacht. Dann kam wieder so eine Phase, wo Teutonia auch guten Ball gespielt hat, aber jetzt nicht irgendwie unbedingt die krassen Torchancen herausgespielt hat. Und dann haben wir halt gegengehalten, sind marschiert als Team. Ja, und am Ende haben wir dann das, sage ich mal, gut über die Runden gemacht. Genau, gut wegverteidigt, würde ich auch sagen. Ja. Zu Null gespielt. Das sind alles so Komponenten, die dann auch helfen und wichtig sind, okay, dass man auch so eine Druckphase mal übersteht. Genau. Nun steht nächste Woche die englische Woche an. Erstmal mit dem Heimspiel gegen Rheden, dann Mainz, dann Flensburg. Richtig straffes Programm. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ja, ich denke mal, wir haben jetzt 2 Tage frei, wir können uns etwas regenerieren. Und dann halt im Training wieder als Team halt schön Gas geben, gut drauf vorbereiten, auf Reden und dann halt von Spiel zu Spiel gucken. Wunderbar, danke, genießt erstmal den Sieg. Vielen Dank. Bis dahin.